Aktien kann jeder. Das behauptet der Börsenexperte Jürgen Schmidt in seinem neuen Buch und er gibt darin konkrete Tipps, wie man leicht Vermögen aufbauen kann. Und dazu begrüße ich jetzt den Autor persönlich. Hallo Jürgen Schmidt. Warum glauben Sie denn, dass Aktien jeder kann? Ja, erstens ist jeder von uns, ob Student oder Rentner, tagtäglich mit Unternehmen konfrontiert, die auch an der Börse gelistet sind. Also ob der Student bei McDonald's essen geht oder mit dem iPad in der Schule aktiv ist oder an der Universität, ob man einen Mercedes fährt oder sich mit Nivea pflegt, die Börse ist eigentlich omnipräsent. Nur viele machen sich darüber keine Gedanken und für sie ist die Börse nach wie vor ein Buch mit 7 Siegeln. Dabei ist es heute wesentlich einfacher als früher, in Aktien zu investieren. Herr Deffner, als Sie angefangen haben und ich angefangen haben, in Aktien zu investieren, da musste man wenigstens 1000 D-Mark investieren bei all den Nebenkosten, damit sich's überhaupt gerechnet hat. Damals war wirklich die Aktienanlage etwas für Vermögende. Aber heute kann man ja schon Sparpläne machen auf Aktien, 25 Euro, teilweise 20, 10 Euro. Von daher steht jedem der Zugang zur Börse offen. Und Sie präsentieren in Ihrem Buch dann auch 100 Aktienideen aus unterschiedlichen Kategorien. 3 davon haben Sie uns jetzt mal mitgebracht. Einer Ihrer Tech-Favoriten, das ist Meta-Plattforms, vormals Facebook. Warum? Ganz einfach. Also die meisten von uns sind ja mit einer dieser Plattformen tagtäglich konfrontiert. Ob es Facebook ist oder Instagram. Wir nutzen WhatsApp. Ja, selbst meine Mutter, weit über 80, hat ihre WhatsApp-Gruppen. Also insgesamt hat Meta Plattforms über 3,5 Milliarden Kunden. Also es gibt keinen Konzern eigentlich, also wenn man die Nutzer als Kunden bezeichnet, der mehr Kunden hat und sie wissen alles über diese Kunden, wo man gerne hinreist, welche Bücher man liest. Also das ist ein Fundus, mit dem man in den kommenden Jahren noch viel Geld verdienen kann. Hinzu natürlich die Fantasie im KI-Sektor, im Thema Metaverse, was ja in aller Munde ist. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Im Bereich Lifestyle, da setzen Sie unter anderem auf Nike. Was fasziniert Sie an dieser Aktie? Ja, einfach ein Unternehmen, ja, deren Produkte, deren Schuhe wir alle schon mal anhatten. Ja, heute Lifestyle, ja. Und es ist ein Unternehmen, was wir schon seit Jahrzehnten kennen. Ja, selbst Forrest Gump hat damals in seinem Film 94 Nike-Laufschuhe bekommen. Damals schon das angesagteste Sportlabel aus den USA. Wer damals aus dem Kino ist, 94, für 1.000 Dollar gekauft hat, der hat heute 150.000 Dollar. Ein Beispiel, wie Börse einfach geht. Und natürlich werden wir auch in den kommenden Jahren mehr Sport machen. Sportkleidung ist heute gar nicht mehr wegzudenken. Und Nike ist die weltweite Nummer 1. Und wenn ich dazu noch Adidas packe, da mache ich nichts falsch. Und ich bin auf der sicheren Seite für weitere tolle Gewinne. Und unter Ihren Top 10 Dividendenaktien, da finden sich die Allianz. Was zeichnet denn dieses Papier aus Ihrer Sicht aus? Auch eine ganz einfache Rechnung. Vor rund 11 Jahren kostete eine Allianz-Aktie 100 Euro und es gab 4,50 Euro Dividende. Heute gibt es 13,80 Euro Dividende, also aus 4,5% Zinsen, weil Dividenden kann man damit durchaus vergleichen, sind heute 13,8% Zinsen geworden. Ja, das bietet kein anderer Geldwert und Versicherungen brauchen wir in den kommenden 10, 20 Jahren natürlich genauso wie in den letzten 10 Jahren. Sagt Jürgen Schmidt, vielen Dank für Ihre Einblicke in Ihr neues Buch. Dankeschön, Herr Deffner.